Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Space Haven, diesmal mit Katze im Hintergrund. Und letzte Runde ist dieses Schiff draufgegangen, das jetzt hoffentlich repariert werden kann und gerettet werden kann. Wir müssen der Crew eventuell noch sagen, dass sie auf diesem Schiff nicht mehr arbeiten soll, nicht mehr schlafen soll. Damit der hier nicht gleich ohnmächtig umfällt und stirbt. Und der Hüllenbruch wäre so das Beste zuerst zu killen. Wäre es irgendwie sinnvoll, innere Räume und äußere Räume zu haben? Warte mal, was ist mit euch los? Ihr habt keinen Sauerstoff, da kommt ein zweiter Shuttle. Jetzt aber flott hier. Okay. Jetzt ist die Energie alle. Ja klar, weil kein Solarpanel mehr da ist. Aber zuerst müssen da die anderen Sachen repariert werden. Er fliegt wieder rüber. Ich glaube, wenn ich wegspringen würde und wieder hinspringen würde, um näher dran zu sein, würde er... Ne? Hier ist nichts zu tun. Also im Moment ist hier nichts zu tun. Ich könnte mal schauen, ob ich hier schon wieder mal einen Solarreflektor hingebaut kriege. Ne, da ist nämlich noch ein Loch. Haben wir keine Hüllenblöcke mehr oder so? Infrablöcke. Wir haben nur noch 4 Hüllenblöcke. Daran könnte es natürlich liegen. Okay, warte mal. Hier da. Kopplung. Du gehst hier dran. Du koppelst da dran. Zirp, zirp, zirp. Okay, warum zur Hölle? Da stehen 4 Leute einfach rum und machen nichts. Dann machen wir doch lieber nur die Prio hoch. Das nächste Shuttle. Aber hier wird auch gerade schon seit längerem nichts mehr repariert, was mich auch ankast. So, da kommt ein friedliches Piratenschiff an. Dem ich am liebsten einfach eine Breitseite reinrotze. Kein Wasser, aber Eis. War da gerade ein Stromausfall? So. Er hier repariert jetzt nämlich seine Ding. Wisst ihr was? Bereit, du bist bereit. Wirst du Krieg erklären? Wieder auf Auto. Und ihr lauft immer noch hier rein, obwohl ihr hier nichts zu tun habt. Ah, hier Crew. Setzen wir es halt nochmal um. Und hier bräuchten wir eigentlich irgendwie Hüllenblöcke. Der hier. Hüllenblöcke. Wir haben die Crew, wir haben die Rohstoffe, aber wenn das halt Ewigkeiten dauert, weil die zu blöd sind, das zu reparieren und die richtigen Sachen zu produzieren, müssen wir jetzt echt wieder Micromanagement betreiben.
Höhlenblöcke fortgesetzt. So, Verrichtungen. Fertigung. Keine Verrichtung. Fertigung, Elise, sehr gut. Logistik Stahlplatten. Weisen. Du machst das jetzt. Fertigung. Was machst du jetzt? Fertigung, das machst du jetzt. So, Logistik-Stahlplatten. Wir brauchen aber eine kürzere Tür. Ich will das gesamte Ding halt nicht zurücklassen. Weil das würde halt bedeuten, dass wir noch mehr Rohstoffe verlieren, um das nochmal später neu zu bauen später. Jetzt haben wir 13 Höhlenblöcke. Jetzt könnt ihr doch mal anfangen hier zu reparieren, oder? Oder muss ich jetzt tatsächlich einfach sagen? Bearbeiten, Rumpferweiterung. LOL! Die ersten Sachen hat er von Hand repariert. Oh nee, das war nicht von Hand repariert, das waren Reste vom Ausbau, die noch offen waren. LOL. Ja, die Steuerung ist ja mal wieder hier. Aber wir haben es rausgefunden. Und ich dachte, das liegt einfach nur daran, dass wir nicht genügend Höhlenblöcke haben. So, das heißt, wir können jetzt aber hier schon wieder bei Systeme für Strom sorgen. Nein, falsch, bei Strom für Systeme sorgen. So. So, nee, warte, der hier war keiner. Da war keiner. Da stand irgendwas anderes. Hier hinten war der Antrieb. Hier stand der Zusammensetzer. Den ich nicht wieder aufbauen werde. Genau, und die kann ich gleich bauen. Sehr gut. So, damit kriegen wir das Stromnetz wieder hin. Und dann bauen wir. Ah ja, nee, hier war der. Das Schildgenerator und so weiter. Also, das machen wir jetzt auch anders. Da kommen jetzt zwei Höhlenstabilisatoren hin. Und dann kommt ein Schildgenerator dazu. Den will ich jetzt nicht einfach irgendwo hin klatschen. Doch, ich klatsche den jetzt erstmal irgendwo hin. Klatsche ihn erstmal dahin. Ich mich erstmal schauen möchte, wo ich überhaupt Sachen hinpacke. So, und jetzt würde ich bei Crew wieder sagen. Dass die hier arbeiten sollen. Weil jetzt gibt es hier tatsächlich ja was zu tun. Alter Falter. Okay, 13 Energiezellen. Es geht vorwärts. 5 Wasser. Hier hohe Baupriorität. So, Strom wäre doch sinnvoll, oder? Lichtwechsel? Nee. Also, ja, schon, aber zweite Schicht kommt noch nicht. Es brennt auf der Mars. Beim Antrieb, okay. Okay, ist gelöscht. Weil das wäre nämlich ansonsten wieder ein Problem geworden, wenn das hier, wenn wir das abschütten müssen, weil hier ist zum Beispiel keine Tür. So, sehr schön, damit haben wir hier Kopplung,
an dich. Das Stromnetz ist auch komplett intakt. Ja, also produziere nicht genug. Aber ich sag mal, ist ja okay. Kopplung an ihn hier. Warte mal, erstmal kopplen wir ihn hier rüber. Dann haben wir ihn hier als hohe Baupriorität und hohe Baupriorität. Zumindest reicht's, um eine Lasershow zu bauen. Und zu rechnen Sauerstoff? Ja, ja, klar. Ich sag mal, sobald da mehr Solarpanels da sind, das ganze Zeug soweit repariert ist, dass es passt, sollte das Schiff wieder stabil sein. Also es ist zumindest schon wieder einigermaßen stabil. Es bestehen Chancen, sagen wir es so. Es bestehen Chancen, dass wir dieses Schiff nicht aufgeben müssen. Und hier 16 Energie, 12 Wasser. Ah, kein Energium mehr. Das heißt, wir müssen wirklich bald weiterfliegen. Ich frage mich halt, ob ich irgendwie Sachen ausschalten kann. Warte mal, ich könnte doch hergehen und bei den Kopplungen einfach hier zum Beispiel die hier abreißen und hier die hier abreißen und schon müsste sich der hier aufladen. Ah ne, der hier versorgt zu viel, deswegen nicht ganz. Okay, und dann müssen wir den hier irgendwie mal daran koppeln. Ja, das stabilisiert zumindest schon mal ein bisschen. Ist jetzt ja auch nur übergangsweise. So, warte mal. Wir haben halt keinen Strom auf den Konserven. Auf den Navigationspult. Aber rein theoretisch müsste ich, wenn ich da Strom drauf kriege, wegspringen können. Und wenn wir es ins nächste System schaffen, wo Energium ist, würde das ja schon mal einen Riesenschritt nach vorne bedeuten. Logistisch überfordert, okay. Ah ja, und warte mal, vermutlich brauchen wir jetzt wieder Infrablöcke. So, Verrichtungen, Fertigung. Logistikgewebe, was eigentlich vollkommen falsche. Logistikstahlwand wird erledigt. Fertigung. Na, wer von euch kann das? Nächste hier fertigen. Wieder eine Fertigung. Wer hat die jetzt abgebrochen, die Fertigung? Okay, wir sind auf den letzten 17. Fehlt uns. Welche Blöcke sind denn das? Infrablöcke tatsächlich. Okay, veredeln, Weichblöcke, Höhlenblöcke raus, Infrablöcke rein. Zweimal Logistik.
Keiner von euch kann Logistik machen? So, Fertigung geht wieder weiter. Fertigung geht weiter, sehr gut. Habt ihr da drüben jetzt schon wieder weitere gebaut? Das sieht doch nicht so aus. Wieder kann gekoppelt werden. Ah ja, sehr schön. Energie ist voll. Das heißt, wir koppeln jetzt von hier nach da. Und sagen springen. Schlüssel befindet sich in einem instabilen Zustand. Also springen bitte wieder ausmachen. Und wir müssen den hier mit der hohen Bauprioriität versehen. Damit wir den Höhlenstabilisator hinkriegen. Ja, warte mal, du da? Produzierst auch Blöcke. Hätte immer die Frage, was die fertigen. Und die andere Frage ist, müssten jetzt nicht hier langsam mal die Energie, also die Sauerstoff und so ein Kram dazu kommen? 2 Sauerstoff 40. Nicht so richtig viel. CO2 super. Temperatur halt ein bisschen arg kalt. Oh, mehr Thermostate. Das Schiff ist ja auch deutlich größer geworden im Vergleich zum letzten Mal. Höhlenstabilität erreicht, sehr gut. Das heißt, ab jetzt könnten wir wegspringen. Und sehr schön, sie sitzen jetzt hier im Normalo-Modus. Okay, schauen wir mal. Noch 2 Shuttles warten. Shuttle springt zurück. Wir wollen nur ein Sachbar-System, um Energie aufzutanken. Dann haben wir wieder ein bisschen länger Zeit für Dinge springen. Wieder sagt man, dass jetzt keine Piraten kommen. Aha. Ausweichen erfolgreich. Oh fuck, und da kommt gleich noch ein großes. Scheiße. Und hier geht's nur weiter, hier geht's nicht zurück. Schauen wir mal. Ja, hier geht's nicht weiter. Okay, wollen wir mal ganz kurz warten. Fuck. Okay, wir stellen uns jetzt hier rein. Reparieren das Schiff. Springen hoch. Machen den platt. Wenn wir 100 Ding haben, klappt das nämlich auch besser. So, stationieren. Du da. Handel. Du hast Wasser, wollen wir haben. Und wir geben euch dafür Schrotflinten. Nicht ganz so viele, vermutlich. Und ihr habt Eis. Und ihr habt chemische Rohstoffe, die wollen wir auch haben. Komm, hier noch eine Pistole. Fünf von denen und 5 von denen und zahlen 1500 Credits. Wir haben 46.000, das ist vollkommen. So, damit kriegen wir wieder ein bisschen Wasser zumindest dazu. Hilft uns nicht bei der Energiekrise, aber hey. So, wie schaut es hier aus? Hier kann ich schlafen. Ja, puh. Jetzt können wir ihn hier entkoppeln. Dafür kann der hier rüber koppeln. Ich würde ja gerne hier den Thermostaten auf hohe Baupriorität setzen. Das ist eine Infrastruktur. Fertigung. Mach mal.
Ja, die ist halt zu müde. Aber sie schläft jetzt zumindest bei Ding. So, sehr schön, dann kam eine neue Ladung Baumaterialien rein. Ja, so langsam. Jetzt können sie auch hier schon wieder ganz normal arbeiten. Sehr gut. So, Thermostat sollte passen. Der hat gar keinen Strom. Einfach demontiert. So, dann will ich noch zwei Schilde haben. Ich habe doch normalerweise zwei Schilde, oder? Bei ihm hier, wie viele Schilde habe ich? Auch nur einen. Okay, ein Schild, zwei Stabilität. System, Schild, Schildgenerator. Ah, haben wir schon. Sehr schön. Mehr Panzerung. Ah, sehr schön. Der Schildgenerator wird jetzt noch gebaut. Ich glaube, wir können jetzt auch hier wieder der Crew sagen, dass sie hier schlafen darf. Wir sagen mal, ihr dürft auch auf dem anderen Schiff schlafen, aber ihr sollt eigentlich hier schlafen. Nachhaltige Verrichtungen, Logistik. Ja. Mein Bestand und wichtige Ressourcen, Energiesterbe. Ja, genau das ist das Problem. Ich brauche halt Zeit, um die hier zum Laufen zu kriegen. Null Energiestäbe. Okay, wir springen jetzt. Das Shuttle schnell warten. Sehr gut. Wir haben Zeug abgeholt. Also sind weggeflogen. Wir haben lang genug gewartet, sagen wir es so. Mal dahin, dich setzt man dahin. Na komm. Leider nicht so super viel, aber immerhin. Im schlimmsten Fall haben wir halt Solarenergie, um hier Energiestäbe herzustellen aus dem Energium, das wir hier abbauen. Das sind 6 mal 5, ja, immerhin wieder 30. Damit kommen wir aber halt leider auch nicht wirklich weit. Wisst ihr was, ihr bekommt hier noch. Ihr habt da die Couch bekommen, gell? Eine Musikbox. Nein, Musikbox. Noch einen Kartautomaten. Sehr schön, Schilde fahren hoch. Schilde reparieren sich halt deutlich schneller, aber Hülle ist halt der Puffer. Du produzierst, solange alles kleiner 10 ist, okay. So, wir haben ja alles aufgenommen. Da wollte sich Escape from Tarkov gerade updaten. Nein, jetzt kommt der Pirat an. Also wenn ihr mir jetzt wieder das Schiff zerschießt, gibt's aber Ärger. Er hier, er hier. Bruder, Waffensysteme. Ne, der geht jetzt drauf. So schaut das nämlich aus. Kann er seinen Antrieb nicht hochfahren. Sehr gut. Genau, er ist nicht mal durch die Schilde gekommen. Sehr gut.
Jetzt ist wieder die Frage. Gefangene versuchen zu machen und riskieren oder einfach abwarten und looten. Wir können uns mehr Crew aktuell energietechnisch nicht leisten. Wir könnten die Gefangene machen, nicht rekrutieren und so Energie kostenlos durch den Hyperraum kriegen, bis wir genügend Energie haben. Das ist halt gerade eher so zweimal zu weit gedacht. Wir haben nämlich auch keinen Shuttle frei, glaube ich. Und selbst wenn, da haben wir nur ein kleines Shuttle frei. Wir können ja mal schauen. Ich glaube, wir brauchen tatsächlich ein drittes Shuttle. Eins, das wir pauschal auf Abruf halten, für den Fall, dass Dinge passieren. Auf jeden Fall haben die Energiezellen für mich und Energieschrott. Also, das war schon wichtig, dass wir die gerade abknallen konnten. So, dich docken wir. Docken wir hier an. Das ist witzig, wie das hier alles im Schatten steht, weil wir noch nicht sehen, was Phase ist. Okay, noch kommt keiner. Komm hier rüber. Nehme ich gerade Kugeln auf uns zu. Da fliegt nämlich eine Schrotflinte. So. Jetzt haben wir die alle hier rüber gezogen. Jetzt docken wir einfach mal hier drüben an. Was bist du denn für eine? Hä? Der gehört mir. Warum zur Hölle liegst du dahin? Was sagst du dir gerade mit Sauerstoff? Sieht auf jeden Fall so aus. Ich habe eine Breitseite auf ihn. Jetzt kommen sie nämlich wieder in der Breitseite. Gut, jetzt sind sie zurück. Eine Schrotflinte, weißt du, die Doppelschrotflinte. Gut. Wir docken daheim an und gehen erstmal in die Hilfe. Wenn wir jetzt mit Sauerstoff versorgt. Irritierend. Raus, raus, raus. Alle aus dem Direktbefehl raus. So. Und da Henna ist ins Medic gegangen, wird versorgt. Das ist halt so, wie gesagt, ich finde den Kampf immer noch ziemlich random. Kann irgendwie so ein paar Sachen versuchen zu treiben, aber irgendwie nicht so richtig. So, komm. Wir decken die nächste Runde auf, die hierher geht.
dass das Shuttle Askal zurückkommt. So, Direktbefehl. Mal ihr da zeigen. Andocken hier. Da. Andocken, versuchen wir es nochmal. Jetzt sind sie hier auf der Seite gewesen. Versuchen wir es mal hier. Weil ich glaube nämlich, dass sie die ganze Zeit jetzt hier bei dem Sauerstoff stehen. Da ist einer. Da haben wir einen ausgeschaltet. So, einer von euch macht jetzt hier mal die Tür auf. Nein, Tür auf. Ich hoffe, dass sie jetzt hier rumstehen. Ah ja, da ist schon einer bedingst. Aufheben. Der ist gerade gestorben. Aufheben. So, du. Genau, da rein. Und die anderen, die suchen das Schiff nach Überlebenden. Da oben läuft noch einer. Okay, so, dann gehst du einmal wieder aufheben. Und ihr latscht hier rüber. Du bitte auch da rein. Das wäre halt jetzt gerade so das absolute Timing. So, also irgendwo liegt hier noch einer. Wir haben noch keine Aufklärung bekommen. Wir teilen uns mal auf. Nee. Okay, also. Wenn ich euch jetzt direkt Befehl wegnehme, versorgt euch selbstständig mit Sauerstoff. So, euch docke ich jetzt hier an. Du bist nicht im Direktbefehl, gell? Ja, Direktbefehl falsch. Ah, Bergungsgüter verfügbar. Jetzt hat's geklappt. Okay, zwei haben wir. Ja, gut. Alle drüber. Und alle bitte bergen hier. So, und dann nehmen wir euch den Direktbefehl weg. Und dann haben wir zwei Verwundete, die halt so verwundet sind, dass sie noch nicht wissen, dass sie gefangen genommen worden sind. Da müssen wir unheimlich aufpassen. Wenn wir jetzt nämlich rauskommen, kann es sein, dass sie instant rumballern. Weswegen ich sage, ihr drei, Direktbefehl hierhin. Du andocken da dran. Die drei Direktbefehle hierhin. So, sind instant rausgefallen. Was ist mit euch los? Kein Direktbefehl mehr? Ihr habt auch keinen Direktbefehl mehr? Okay. Dann würde ich jetzt hier sagen, du da festnehmen. Angreifen, Waffe ziehen. Ja, genau, das ist, was ich meinte. Ja. Hatte eine Pistole. Gut, schade. Haben wir jetzt keine Gefangenen, wie es aussieht. Haben wir jetzt gerade zwei da getötet, oder? Weil es läuft auf jeden Fall keiner mehr hier rum. Schade.
Na gut. Was ist mit euch los? Euch fehlt Sauerstoff, das ist mir klar. Oder muss ich euch mal einen Shuttle darüber rufen oder was? Wo sind meine Shuttles? Bruder. Direktbefehl. Andocken hier. Annehmen. Hier. Direktbefehl da. Sich bewegen nach. Wir brauchen definitiv ein neues Shuttle. Ein weiteres Shuttle. So. Und so blöd das klingt, ihr. Direktbefehl. Andocken. Da, annehmen. Nur für den Fall, dass sie hier nämlich umfallen, bevor das Shuttle da ist. Für mich höchstwahrscheinlich der Fall sein wird, oder? Da, komm. Oder. Da rein. Hat geklappt, okay. Direktbefehl weg. Direktbefehl weg. Alter Falter. So, wie viel Sauerstoff hast du jetzt noch? Null. Jetzt hast du mehr als null, oder? Ja, okay. Alter Falter. Gut. Okay. So. Treibstoff. Falsch. Energie. Eine Energiezelle. Wie viel Energium noch? Noch zwei Energium. Das heißt, wir haben gerade das Zeug, was wir hier abgebaut haben, verbraucht. Wenn ich hier runterfliege, ich hoffe, dass ich da noch was abbauen kann. Wir finden gerade auch deutlich weniger Shuttle. Wracks. Was ein bisschen irritierend ist. Was kriegen wir denn hier Schönes eigentlich? Na, auch nicht so richtig viel. Wenn ich hier hinbaue, haben wir da wieder so eine Ecke, die nicht baubar ist. Bestand an Energiestäben gering. Ich meine, wir kriegen jetzt von da halt Energieschrott. Und ich sag mal, Energieschrott ist halt Energiestäbe. Auf die hoffen wir jetzt einfach mal. So, und ich bin unheimlich schlecht darin, meine Folgen rechtzeitig zu beenden. Ciao, wir sehen morgen, wie es weitergeht. Bis dann.